Da müssen wir jetzt auch gar nicht begrenzen, weil die Forschung soll ja dann eh in den Weltraum geschossen und zu unserer Hauptbase transportiert werden. Genau, das kann jetzt nebenbei schon mal so... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio im Space Age DLC. Sind wir beim letzten Mal nicht nur auf Fulgora gelandet, sondern wir haben auch gleich die Verarbeitung auf Fulgora vom Schrott, den wir hier bekommen auf Fulgora, optimiert. Wir haben jetzt ein Filtersystem am Start, das es uns ermöglicht, aus den Materialien, die man auf Fulgora aus dem Schrott bekommt, ohne dass es vollläuft, das System entsprechend alles zu extrahieren. Wir haben hier, wir gehen das mal von oben durch, hier oben die Schrottproduktion mit einem Rückführfilter, das haben wir jetzt auch neu eingerichtet hier, der es uns ermöglicht, wenn wir jetzt automatisch hier was abreißen lassen in der Landschaft, ja, muss ich mir jetzt hier mal Ruinen suchen, die hier noch sind, die wir noch abreißen lassen können. Ich habe hier schon alles beseitigt, hier unten ist was. Wenn ich jetzt hier diese Ruine per Drohnenbefehl abreißen lasse, dann werden die Materialien, die hier jetzt liegen, von den Drohnen nach oben transportiert zum Beispiel, ja, werden hier in diese gelbe Kiste reingepackt und werden dann hier in das System, was hier die Materialien verteilt, entsprechend einsortiert, weil aus den Ruinen kommt im Grunde eigentlich immer das Gleiche raus. Und das ist eigentlich ganz cool. Jetzt gerade sind die Batterien vollgelaufen, weil wir da gerade jetzt noch eine Verarbeitung gebaut haben und das hier nicht mehr in die Anbieterkiste reingeht jetzt gerade. Wir haben jetzt hier noch eine Produktion für Akkus gemacht, die ist jetzt nicht schnell genug. Mein Plan ist jetzt aber, dass wir die Batterien, die wir jetzt hier nicht brauchen für die Akkuproduktion, dass wir die nehmen und dass wir die dann zu was anderem noch machen. Ich würde sagen, mir fällt gerade auf, wir brauchen noch eine weitere Akkuproduktion, weil, also noch eine zweite, wir brauchen nämlich noch eine, weil wir müssen die Akkus auch verarbeiten. Wir müssen die auch verarbeiten für die Forschung. Denn die Forschung auf diesem Planeten, auf Fulgora, die benötigt nämlich Akkus, damit die produziert werden kann, genau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns dieses Spiel Factorio reinziehen, in diesem neuen DLC, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen Projekten. Jetzt können wir gleich mal hier diese zusätzlichen Akkus, die jetzt hier gerade rausgekommen sind, als ich das abgerissen habe. Die können wir gleich mal aufstellen, weil Strom braucht man ja mehr und Strom kommt auf diesem Planeten ja besonderhafterweise aus den Blitzen, die mit Blitzableitern eingefangen werden, um zur Elektrizität eingespeichert zu werden im Akku, genau. Was wir hier auch noch gemacht haben ist, wir haben jetzt hier mal noch eine Eisverarbeitung zu Wasser und dann letztendlich zu Leichtöl, also Schweröl kommt ja hier aus den Tümpeln und aus den Meeren auf diesem Planeten. Das verarbeiten wir hier zu Leichtöl. Daraus machen wir auch schon ein bisschen Gas, um halt ein bisschen das überschüssige Leichtöl dann schon mal loszuwerden so ein bisschen. Ist jetzt aber hier auch schon voll, wie es aussieht, so mehr oder weniger. Dann machen wir auch schon Raketentreibstoff draus, weil wir wollen ja dann auch wieder hier wegfliegen irgendwann, nicht wahr? Und das ist natürlich schon mal eine gute Idee. Da wird auch der Festbrennstoff, den wir aus den Ruinen, aus dem Schrott rauskriegen, gleichzeitig auch noch mit abgefiltert. Aus den Zahnrädern, die zu viel kommen, machen wir hier Eisenplatten jetzt. Und die Eisenplatten werden ja für diverse andere Produktionen auch noch gebraucht. Unter anderem hier Förderbänder, aber natürlich auch Arme. Die haben wir hier unten, glaube ich, gehabt nochmal. Genau. Ja, die waren hier unten. Genau, Arme werden ja auch gebraucht. Genau, und da ja jetzt hier die Batterien volllaufen, das war jetzt so das nächste Ding, weil wir jetzt ja hier immer noch zu wenig verarbeiten. Obwohl wir jetzt hier schon zwei Anlagen haben, die jetzt hier Akkus herstellen, reicht das immer noch nicht. Das heißt, wir machen jetzt mal da eine Überschusslösung und sagen, gib mir mal hier den hier, genau. Wir sagen, ihr ahnt schon, was wir sagen. Wir sagen, mach mal hier den bevorzugten Ausgang auf rechts, genau. Also die Batterien sollen immer erstmal hier hinkommen. Und wenn sie dann aber hier nicht mehr hinkommen können, weil es da voll ist, dann legen wir sie nach oben, genau. So, da wird der hier nämlich befüllt, damit das nachrutschen kann. Jetzt haben wir die schon mal da beseitigt. Und jetzt müssen wir den Schredder nehmen. Und wenn wir jetzt den Schredder nehmen, um da jetzt die Batterien zu schreddern,
Ja, dann können wir da nämlich, wenn wir die jetzt da drauflegen, warte, so. Ja, genau. Ist natürlich hier wieder der Elon im Weg, der Elon-Mast. Warte, der Elon-Mast, der muss mal hier neu gesetzt werden jetzt. So, genau, da macht man das hier nämlich dann rein in den Schredder. Blöd, dass das jetzt hier so ein bisschen im Weg ist. Ich muss das, glaube ich, nochmal woanders hinsetzen jetzt, die Kiste. Immer ist diese Kiste im Weg, ist fürchterlich. Es wird schon wieder so eng hier. Das Spielwerk hat auch immer so dieses Talent, auf einem Gebiet, das eigentlich viel größer wäre, sich immer auf den kleinsten Fleck zu konzentrieren mit seinen Anlagen. Das ist auch immer so krass. Ich verenge mich immer selbst irgendwie. That's what she said. Genau. Lass mal jetzt hier noch die Abfuhr machen, weil das Ding ist jetzt nämlich, wenn wir jetzt diese Überschussbatterien hier schreddern, kriegen wir nämlich zwei Dinge. Wir kriegen Eisenplatten und wir kriegen Kupferplatten. So, und jetzt können wir das natürlich wieder aufteilen. Wir können sagen, wir legen die Eisenplatten mit einem Filter, legen wir die dann auf das Band, wo die Eisenplatten drauf sind, nicht wahr? Kann man ja machen, wenn man so schlau ist. Kann man das mal hinkriegen hier. Mach das mal hier so. Warte, erstmal filtern. Genau, Filter. Eisenplatten, ja. So. Und dann kann man ja das hier anschließen. Genau, aber bevorzugter Eingang sollte eigentlich rechts sein, genau. Dann haben wir nämlich das hier so. Und dann können wir das hier nämlich so hier so mit reinmachen. So, genau. Dann kommt das hier nämlich mit rein. Und dann haben wir hier auf der Seite nämlich nur noch eine Sache übrig, nämlich die Kupferplatten. Da kommen jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viele. Weil da jetzt auch nicht so viele Batterien mehr kommen. Es läuft jetzt nicht mehr ganz so voll. Aber wie gesagt, ist halt eine Überschusslösung. Und dadurch, dass man halt alle Komponenten, die man hier bekommt, auch wieder schreddern kann zu den Vorprodukten, ist ein Überschuss jetzt prinzipiell gar nicht mal so schwierig. Auch hier beim Beton, da war jetzt vorhin auch vollgelaufen schon. Da kann man jetzt ja auch einfach sagen, man nimmt sich einfach mal ein paar Stacks dann jetzt hier raus, ja. Und kann ja dann sagen, man nimmt sich das einfach und macht hier mal einfach einen vernünftigen Boden drunter. Das habe ich ja auch schon gemacht hier. Dass man sich auch schnell hier ein bisschen bewegen kann, weil dann hat man ja hier diesen Bewegungsbonus. Ne, und dann muss man jetzt hier nicht, also so kann man auch mal schnell so eine Kiste freimachen, indem man es einfach mal für die eigenen Zwecke missbraucht, was da drin ist. Wo war jetzt der Beton? Jetzt habe ich ihn wieder aus den Augen verloren. Hier war er doch. Direkt daneben, genau. Lass doch mal gleich noch ein bisschen was hier auskleiden noch. Bisschen hier Straßen verlegen. Da kann man hier nämlich schön, weil wir müssen hier eh immer auch regelmäßig hin und her rennen und dann ist man hier gleich nochmal eine Idee schneller. Genau. Und man sieht auch die Anlagen besser. Ich muss sagen, auf dem Untergrund hier, manche Sachen kann man nicht so ganz gut erkennen, weil die Farbe ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger. Also ich finde, die Strommasten erkennt man teilweise nicht mehr so gut. Weil auch der Untergrund ja auch sowieso noch auch diese ganzen Ruinengrafiken noch drunter hat und ja. Ist ein bisschen chaotisch, aber so wird es halt ein bisschen ordentlich. Da sieht man halt ein bisschen mehr, kann man ein bisschen besser rumlaufen, genau. Egal. So, jetzt haben wir ja vor, wir wollen die Forschung herstellen auf diesem Planeten. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb wir den ganzen Schmonz hier machen. So, jetzt können wir sagen, wir haben ja hier schon die Produktion von den Superkondensatoren. Das wollte ich eigentlich hier alles nochmal schöner aufbauen, aber wir machen es jetzt mal unschön. Spielbär LP 2024, wir machen es jetzt mal unschön. Wir machen jetzt einfach die Forschung, machen wir jetzt hier schon mal rein, weil dann haben wir das hier nämlich schon. Da machen wir uns hier eine Anfragekiste, fragen uns an die Akkus, ja, so, vielleicht jetzt nicht, können wir einen halben Stack machen? Nee, also doch, können wir, glaube ich, da muss ich hier 25 eingeben oder so, weil so viele möchte ich da jetzt eigentlich auch nicht drin haben unbedingt. Genau, und dann hebel doch mal mit Armen einfach schon mal die Akkus da mit rein, genau. Dann kommen die nämlich auch schon an. Da braucht man noch das Elektrolyt. Elektrolyt haben wir ja hier direkt auch nebenan. Ich habe keine Rohre mehr, da muss ich mal was ändern, genau. Spielbär, das muss ich ändern, dass du keine Rohre hast. Kein Rohrbären. Genau. Dann kommt das rein, jetzt brauchen wir noch das Holm. Helmien. So, und das kommt dann von hier. Das macht man dann nach oben. Nehmen Sie es nach oben. So, damit man da noch halbwegs laufen kann, macht man da mal so eine Freilassung. Und damit haben wir die Forschung. Jawohl, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt sind auch alle wieder wach, weil ich in die Hand geklatscht habe. Das klatscht hier gleich
Aber keinen Beifall, genau. So, da machen wir von mir aus jetzt die passive Anfragekiste auch wieder. Die das Ganze dann wieder, ja, einlagern kann. Da müssen wir jetzt auch gar nicht begrenzen, weil die Forschung soll ja dann eh in den Weltraum geschossen und zu unserer Hauptbase transportiert werden. Genau, das kann jetzt nebenbei schon mal so ein bisschen laufen. Das Einzige, was hier jetzt nicht reinkommt, ist, glaube ich, das und das, die beiden Komponenten. Und ich glaube, das hier müssen wir auch noch hinliefern. Stimmt, Batterien müssen wir da auch noch hinliefern lassen. Ich erinnere mich. Dann dürfen wir die überschüssigen Batterien eigentlich nicht schreddern. Dann müssen wir die eigentlich ja da hinleiten. Warum kommt jetzt nichts mehr? Oh, Zahnräder sind wieder vollgelaufen. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Mehr schreddern. Aber warte mal, wir haben schon zu viel geschreddert. Wir haben auch zu viel Platten. Gar, okay, warte mal. Mach hier mal erstmal nochmal frei die Limitierung. Und hier die Limitierung machst du mal bitte auch noch frei. Damit das erstmal weiterrutschen kann jetzt. Sonst kommt nämlich gar nichts mehr. Und das wäre schlecht. So, warte. Batterien nicht schreddern. Sondern Batterien, die überschüssig sind, erstmal hier nach hinten legen, damit wir die hier da in den Verarbeiter mal reinmachen. Für das Zeug. Für die Zeug. Weil dann kann der nämlich hier mit rein. Wo war das jetzt hier, ne? Genau. Sonst haben wir da irgendwann nicht mehr genug Batterien. Das wäre ein bisschen dämlich. So, hier. Langer Arm des Gesetzes. Der macht das dann da einfach rein. Und das ist fein, genau. Weil dann kommt das rein. Und dann machen wir Anfragekiste noch, weil... Warum ist denn hier eigentlich diese Kalksteinkiste? Was soll das eigentlich für ein Spaß sein? Hier, mach die mal weg da. So, haben wir noch Kalkstein hier? Warte, das können wir hier... Ah, ja, ja, Kalkstein, um den wieder ins System zu geben. Habe ich ja hier so eine Kiste gemacht und da kann man das jetzt einfach hier reinmachen und da wird das mit draufgepackt, dann wird das wieder reingefiltert. So muss ich das nicht irgendwie jetzt in irgendwelchen Kisten liegen lassen, sondern es wird dann hier wieder ins System reingebamst, genau. So, jetzt müssen wir hier anfragen und wir wollten mir jetzt anfragen, was war das jetzt nochmal? Holmium. Verarbeitetes Holmium war es, glaube ich. Wenn mir nicht alles täuscht. Richtig? Jawohl. Holmium. Arm. Genau, da kommt ja eh nur der eine Stack rein. So, hier brauchen wir... Ha, Kunststoffstangen. Da war was. Kunststoff bekommen wir hier auf der Welt, glaube ich, tatsächlich nur, indem wir die Platinen schreddern. Die roten. Das ist natürlich so eine Sache, ja, weil diese roten Platinen brauchen wir ja eigentlich auch noch für andere Dinge. Das heißt, also ich wüsste jetzt nicht, wie man den anders bekommt, weil für Kunststoff braucht man normalerweise Kohle und Gas. Wir kriegen hier aber keine Kohle auf dem Planeten. Ich wüsste nicht, aus welcher Quelle wir hier Kohle kriegen. Also entweder müssten wir die hierher schaffen und nein, Kohlenstoff aus dem Weltraum zählt nicht. Ich wüsste auch nicht, dass man aus Kohlenstoff aus dem Weltraum normale Kohle herstellen kann. Das geht anscheinend nicht. Oder es gibt vielleicht später nochmal irgendwann ein Rezept, dass das kann. Jetzt aktuell können wir das nicht. Jetzt aktuell können wir nur... aus den Platinen das Schreddern halt. So, das heißt, wir müssen uns die roten Schaltkreise nehmen und müssen sie schreddern. Hilft alles nichts. So, da wir ja davon aber schon eine ziemlich große Menge haben, begrenze ich das hier jetzt mal. Ups. Nehmen wir einfach welche noch raus, damit ich noch welche habe, genau. Und dann macht man mal hier nur die obere Reihe als passive Anbieter, Gedönsies. Und dann legen wir das Ganze jetzt einfach mal hier hin und schreddern das jetzt einfach. Was soll der Geiz? Wir brauchen nur einen Schredder erstmal dafür. Teurer Spaß, die roten Schreddern. Ja, aber es geht ja nicht anders. Wie soll ich es denn sonst machen? Also es gibt ja kein anderes Rezept für Kunststoff. Sonst sage mir, welches Rezept ich nehmen soll für Kunststoff. Wie soll ich Kohle bekommen? Ich kriege keine Kohle hier. Also, ich sehe meine ganzen Chemierezepte hier oben. Es gibt Kohleverflüssigung, da kriege ich aber keine Kohle, da brauche ich Kohle. Es gibt Kohleverflüssigung vereinfacht, kriege ich auch keine Kohle. Also, keine Ahnung, dann müsste man irgendwas halt irgendwie verköhlern können. Aber wie gesagt, kann sein, dass irgendwann mal so ein Rezept noch dazukommt. Ansonsten müsste man halt Kohle importieren, dann könnte man das natürlich machen. Müsste man dann mit der Raumstation, müsste man das dann machen. Können wir jetzt aber nicht, weil wir noch keine Pendellogik hier haben an der Stelle. So, jetzt müssen wir einfach nur Folgendes machen. Jetzt haben wir natürlich da gleich wieder noch andere Ressourcen drauf. Also jetzt müssen wir das natürlich wieder absplitten. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal den Draht.
Der Draht, den filtern wir jetzt hier. Der Draht. Ja. Der Draht, oder gehen wir links raus, genau. Weil der muss ja dann eh wieder unten reingesortiert werden. Der kann ja dann da schon rein, so. Die anderen Sachen legen wir... Warte mal, wo brauchen wir jetzt nochmal den Kunststoff? Den Kunststoff brauchen wir beim Stator. Hier, genau, da drin brauchen wir den. Also weiter unten. Warte, dann legen wir das gleich nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Zwischendurch abfiltern, warte. Die ganzen Komponenten, die da jetzt nicht mit drauf sollen, müssen wir ja abfiltern. Genau, warte, dann machen wir das hier mal so. Dass wir mal das mal unterbrechen. Und dann den Tunnel, den machst du dann mal nur bis dahin erstmal. So, da machst du hier mal so ein Filterdings hin. Filterdingsi. So, da sagst du hier mal jetzt bevorzugter Ausgang rechts. Da sagst du dann hier den Spaß machst du dann. Ja. Und dann lässt du das Band einfach schon mal da durchlaufen. Dann, ja, da war jetzt gerade noch eine Platine drauf. Egal, das muss ich eh nochmal alles runtergreppen hier. So, jetzt dürfte, genau, jetzt dürfte da eigentlich nur noch... Wieso sind da noch Platinen drauf? Was ist das? Da kommen aus irgendeinem Grund noch die Platinen mit drauf. Dürfen sie doch gar nicht. Bevorzugter Ausgang rechts und Filter ist das. Wieso sind da noch Platinen drauf? Verstehe ich nicht. Oder bin ich gerade irgendwie Meschugge? Kann sein, dass das vielleicht jetzt noch nachgelaufen ist. Die waren wahrscheinlich vorher noch mit drauf irgendwie. Keine Ahnung. Weil anders, ich sehe jetzt nicht, wie sie hier... Jetzt nehmen wir nämlich die Platinen. Das ist ja das Einzige, was jetzt noch fehlt. Und die nehmen wir ja jetzt hier unten. Weil hier unten sind ja die Platinen. Die müssen ja ganz nach unten. Wir ziehen das Band quasi nach unten und filtern immer das raus, was wir dann gerade brauchen. So, und dann kommen nämlich Platinen hier unten an und dann passt das nämlich. Es muss nicht immer eine logische Erklärung geben für alles, aber hin und wieder kommt es vor, dass es mal eine gibt. Genau, sehr schön. Und jetzt, was ist jetzt vollgelaufen? Jetzt ist natürlich wieder der Kalkstein vollgelaufen. So, da müssten wir mal noch irgendwie eine Verarbeitung machen. Aber gut, jetzt wird hier ja auch wieder ein bisschen mehr verarbeitet, weil jetzt hier oben wieder ein bisschen mehr passiert. Schieb doch hier gleich mal den Kunststoff, den ich jetzt abgegriffen habe. Den kannst du mal rein. Was noch fehlt, sind jetzt Kupferplatten, genau. So, Kupferplatten, das ist ein bisschen schwieriger. Für Kupferplatten müssen wir entweder den Draht schreddern, was aber eigentlich schwachsinnig ist, weil den Draht müssen wir eigentlich verarbeiten zu grünen Platinen, weil wir davon ja keine bekommen aus dem Schrott. Oder wir müssten halt, ja, grüne Platinen schreddern, die wir halt bekommen, wenn wir rote Platinen schreddern. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Oder Batterien schreddern, die wir zu viel haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist alles nicht so einfach. Aber jetzt müssen wir mal irgendwie hier eine Lösung für den Kalkstein mal schnell finden. Warte mal, da kann ich doch Erdaufschüttung draus machen. Also ich selber im Inventar. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht besonders, das ist jetzt nicht der sinnvollste Nutzen, aber so wären wir es wenigstens erstmal schnell los. So kann erstmal schnell was anderes da noch durchrutschen. Ist, glaube ich, jetzt gerade erstmal besser, ja. Und Erdaufschüttung braucht man dann wahrscheinlich später sowieso für die Landmassenaufschüttung, die dann noch geht irgendwann. Sonst rutscht hier nämlich nichts mehr durch. Genau. Also es ist noch ein bisschen wartungsintensiv. Wenn dann gleich die Kabel schreddern. Ja, aber aus den Kabeln kommt halt so gut wie nichts raus. Und du siehst ja, die Kabel kommen jetzt auch nicht in dieser exorbitanten Menge. Wir haben auch ein Stromproblem gerade. Die kommen jetzt auch nicht in dieser exorbitanten Menge, ne? Dass man da jetzt sagt, man hat da jetzt so viel, dass man da so wahnsinnig viele Platten rausbekommt. Es könnte sein, dass es tatsächlich am besten ist, wenn man auch Kupferplatten importiert. Denn Kupferplatten kriegen wir ja zum Beispiel auf Vulcanus. Kostenlos, naja, nicht kostenlos, aber wir kriegen sie quasi sehr schnell und sehr effektiv auf Vulcanus. Hier ist es halt sehr schwierig, die zu kriegen. Hier muss man die irgendwie aus vorhandenen Sachen halt rausschreddern irgendwie. Und das ist halt sehr ineffizient, weil man halt immer irgendwas davon halt verbraucht oder verschwendet. Meine gut, so gesehen könnte man auch die blauen Schaltkreise halt dann wieder schreddern. Da würden ja dann tendenziell wieder rote Schaltkreise rauskommen. Wie sind die nochmal zusammengesetzt? Da sind rote Schaltkreise und grüne Schaltkreise drin, genau. Also da würde man nochmal wieder mehr rote Schaltkreise kriegen. Wir brauchen ja letztendlich irgendwann auch die blauen, alleine schon, wenn wir hier wieder weg wollen von dem Planeten. Weil wir müssen ja eine Rakete bauen, da brauchen wir ja die blauen Schaltkreise, nicht wahr? Stimmt, ich hatte übrigens die Startrampe für die Rakete wieder in die Hose gesteckt, weil mir ist aufgefallen, egal wo ich die hingebaut habe, die war immer irgendwie latent im Weg. Und da müssen wir jetzt die Anfragekisten machen. Da machen wir jetzt schon mal Anfragen. Ah ja, stimmt.
Drohnenstationen werden sich lohnen. Hier, genau, mach die mal dahin direkt. Und mach mal direkt noch dann, mach mal Umspannwerk. Arme zum Reinfriemeln. Okay, mach doch ein Umspannwerk. Ist der Dingsi auch gleich mit drin hier. So, dann fragen wir hier an. Blaue Platten. Ein Stack. Da brauchen wir nicht begrenzen. Mir wurde jetzt gesagt, ich soll nicht mehr die Anfragekisten begrenzen, weil die ja quasi eh nur das reinliefern, was sie brauchen. Genau, so, da können wir auch gleich mal hier die Leichtbauteile anfragen und den Raketenbrennstoff auch. Dann läuft nämlich der ganze Spaß dafür nämlich auch nicht voll. Genau, und dann wird nämlich da dann auch die Rakete gebaut. Sollte eigentlich so sein. Genau, sobald das halt ankommt, wird das auch gemacht. Weil dann können wir nämlich auch wieder hier wegfliegen. Und die Materialien kommen permanent rein für die Raketen. Haben wir das nämlich auch gleich mit abgehakt. Sehr schön, sehr schön. Und dann mach doch gleich mal, wenn du jetzt hier so schwadronierst, Spielbär, mach doch gleich mal hier noch mit Beton nochmal die Straße ein bisschen größer, genau. Gut, sehr nice. Das sieht doch gut aus. So, hier kommt jetzt auch der Kunststoff. Was kommt jetzt hier nicht? Grüne Schaltkreise, stimmt. Da ist ja was. Die fehlen ja auch noch. Ah, da braucht man eine Anfragekiste noch. Moment. Eine kann ich noch machen. So, jetzt können wir im Endeffekt eigentlich, ja, diese Forschung einfach immer weiter produzieren lassen. Ist jetzt noch nicht exorbitant viel, was wir da bekommen. Aber wichtig ist ja erstmal nur, dass sie überhaupt kommen. Wenn wir wieder zurückfliegen dann irgendwann, können wir die nämlich dann mitnehmen direkt. Dann können wir so hochschießen in unsere Plattform. Stimmt, ist die eigentlich frei, die Plattform oben? Oder ist die jetzt eigentlich voll mit Zeug? Ja, das geht eigentlich noch halbwegs. Könnte ein bisschen mehr Platten noch anfragen. Ich hole mal ein paar mehr Platten da noch raus. Ich sehe, die Statoren sind schon wieder nicht am Produzieren. Müssen wir gleich mal gucken, was da jetzt wieder fehlt. Wahrscheinlich, es waren wahrscheinlich Kupferplatten, die fehlen. Stimmt. Ja, die Kupferplatten fehlen. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, wir müssen ja nicht alles da unten produzieren. Wir können ja jetzt zum Beispiel hier auch sagen, ach Mensch, guck mal, hier brauchen wir ja diese ganzen Sachen gar nicht. Wir können die hier so weit schreddern, dass wir hier aus den Sachen, die hier produziert werden, zum Beispiel die Batterien, die ja hier offensichtlich auch nicht gebraucht werden, und die Platinen hier, die ja offensichtlich auch nicht gebraucht werden, und die blauen Platinen, die ja offensichtlich auch nicht gebraucht werden, dass wir die hier komplett durchschreddern, den ganzen anderen Kram. Ja gut, den müsste man halt irgendwie dann beseitigen, beziehungsweise, ja, muss das halt irgendwie loswerden dann noch. Ich überlege gerade, warte mal, wie könnte man das dann loswerden? Das ist halt so die Frage, ne, wie wird man das dann los? Ich meine, gut, schreddern, 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 bis halt das absolute Rohmaterial rauskommt. Und aus dem absoluten Rohmaterial kann man ja dann wieder neues Material herstellen. Und das wären ja dann am Ende, sind es ja immer irgendwie Platten. Platten und, also ich weiß nicht, ob man es bis zum Erz zurückschreddern kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, genau, das wird dann nur immer weniger. So war das, genau. Wenn man eine Eisenplatte in einen Schredder packt, dann wird das nur noch weniger Eisenplatten dann. So war das. Das heißt, ja, also man müsste im Endeffekt alles, was hier halt ist, immer weiter schreddern. Bis man dann halt die Kupferplatten bekommt. Und die müsste man dann halt drüber schreddern. Oder man baut drüber. Genau, so müssen wir es machen. Haha, ich weiß, wie ich es machen muss. Mir ist aber eingefallen. Warte. Erstmal mehr Platten anfragen. Also das ist sowieso, das müssen wir machen, damit oben die Dingsi frei wird, genau. So, dann, warte mal, fahr mal zurück. Steige ich immer ein, fahr mal zurück. Wir müssen mehr Schredder aufbauen, aber so, dass wieder Zeug kommt, dass wir dann aber wieder schreddern. Wir müssen im Grunde alles schreddern, 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 schreddern. Und das, was im Überschuss ist, was nicht gebraucht wird, muss auch geschreddert werden eigentlich. Warum stellst du grüne Schaltkreise nicht in der neuen Maschine her? Die gibt dir mehr für dieselben Materialien. Das könnte man durchaus machen, das stimmt. Ich muss natürlich erstmal auch genug von der neuen Maschine haben, damit das funktioniert auch. Okay, die ist ein bisschen größer, die Maschine. Da müssen wir ein bisschen mehr Platz machen noch. Warte mal. Okay, ja, das können wir mal machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das stimmt eigentlich. So, dann machen wir das Output-Band jetzt einfach erstmal dahin. Ich meine, die Anlagen hier laufen meistens eh nicht mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade was falsch gemacht habe. Egal. Nee, nee, ist schon richtig. Ist schon richtig, Spielbär. Das kannst du wieder hinsetzen. Nee, so nicht. Genau. Mach mal hier die Anlage hin. Wenn wir das ein bisschen weiter nach drüben schieben, klappt das sogar. Ich glaube tatsächlich, reicht da dann auch eine einzige Anlage, um das zu machen. Vielleicht brauchen wir da sogar eher zwei Output-Arme. So, jetzt ist aber die Frage, schiebt mal einfach Spaß. Ja, guck mal, da kriegen wir nämlich einen Produktivitätsbonus, genau.
Stimmt, das ist die Tesla-Produktion. Stimmt, stimmt, stimmt. Ihr seid wieder mal schlauer, als die Polizei erlaubt. Aber hier läuft irgendwie nicht genug durch, kann das sein? Ja, hier... Oh, Wasser ist voll gelaufen. Uiuiuiuiui, nächstes Problem. Okay, da könnte man jetzt natürlich einen Pufferbehälter aufbauen. Das wäre Strategie Nummer 1 fürs Wasser. Warte, mach mal vielleicht erstmal Strategie Nummer 1, weil das geht am schnellsten jetzt. Ein Pufferbehälter und dann natürlich eine Überschusslösung über eine Dampfturbine könnte man machen. Dass man noch eine zweite Eisverarbeitung macht, wo das Wasser dann zu einer Dampfverarbeitung dann wird und dann wird es halt zu Dampf. Und mit dem Dampf kann man dann eine Dampfturbine antreiben für Strom, die dann auch permanent Strom produziert. Aber gut, ist hier eigentlich, ist es, prinzipiell ist es hier sinnlos, das zu machen, weil man ja durch die Blitze immer genug Strom kriegt. Es ist halt nur insofern, wäre es halt nur sinnvoll, dass man halt das überschüssige Eiswasser los wird halt. Und damit es halt auch wirklich nur ein Überschuss ist, der da verbraucht wird und eben nicht permanent der Dampf produziert wird, müsste man es dann halt einfach so machen, dass man hier wieder nochmal so ein Ding hinmacht. Sagt hier, mach mal nochmal Wasser. Und dann nimmst du nochmal eine Chemieanlage. Die letzte, die ich habe. Genau. Und die kannst du eigentlich direkt dahinter machen, weil die braucht ja sowieso dann Wasser. Ach nee, das ist Dampf zu Wasser, so rum. Das ist falsch rum. Wasser, jetzt müssen wir ja Wasser zu Dampf machen. Da brauchen wir einen Kessel, genau. Ja, genau. Und da müssen wir dann Brennstoff verwenden. Genau, und jetzt brauchen wir Treibstoff. Da können wir jetzt, ja, kann man Raketentreibstoff da nehmen? Ah, ja, tatsächlich, es geht. Dann macht man halt da eine Anfragekiste einfach hin für Raketentreibstoff. Der sollte auch sehr effizient eigentlich brennen und sehr lange. Ist jetzt, wie gesagt, nur eine Überschusslösung fürs Eis und für nichts anderes, ja. Und damit wird nämlich jetzt immer auch permanent Wasser verbrannt. Also verbrannt im Sinne, in dem Sinne, dass halt einfach da was nachrutscht. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch sagen, bevorzugter Ausgang ist rechts, genau. Weil hier ist ja das, was wir für die Verarbeitung brauchen. Und wenn hier nicht genug ankommt, wäre es ja schlecht. Aber wenn hier halt zu viel zurückgestaut wird, Eis brauchen wir halt nicht einlagern. Das macht halt keinen Sinn. Einfach damit es halt uns nicht die Leitung verstopft quasi. Sonst verstopft uns der Ökostrom die Leitung. Genau, das dürfen wir nicht zulassen. Ah, jetzt haben wir hier wieder zu viele Batterien. Warte, jetzt müssen wir hier nochmal eine Überschusslösung machen. Und dann machen wir das jetzt nämlich hier hoch und kriegen dann nämlich wieder auf diesem Weg unsere Kupferteile. Hervorragend. Der absolute Wahnsinn. Sollte eigentlich so sein, oder? Wir müssten da jetzt die Kupferplatten bekommen. Genau, die kriegen wir jetzt hier. So, und die müssen wir jetzt wieder in eine passive Anbieterkiste machen. Und dann machen wir die wieder zurück mit einer Anfragekiste in die Produktion, die hier ist. Der absolute Hammer. Warte, ich bin, hab mich eingesperrt. Gib mir den blauen Dingsi. Wo ist der blaue Dingsi? Da ist der blaue Dingsi. Hier, das machen wir jetzt einfach hier so, ja. Guck mal, so. War doch hier, oder? Ja, nee, war nicht hier. Moment. Falsche Anlage. Andere Seite. Hier war das. Mann, Spielbär. Ah! Bin eingesperrt. Warte, warte, warte. So, dann fragst du an. Platte die Kupfer. Da. Eins Steck, genau. Und der müsste dann geliefert werden. Und dann müsste das nämlich auch kommen. Und dann haben wir es nämlich. Guck mal. Der absolute Wahnsinn. Und damit läuft das jetzt. Also jetzt müsste es eigentlich permanent durchlaufen. Jetzt müssten wir das geknackt haben eigentlich, den gordischen Knoten. Jetzt ist die Frage, was als nächstes volllaufen wird. Ich habe keine Ahnung. Warum ist da eigentlich eine Kiste mit Raketentreibstoff mitten im Weg? Ich habe keine Ahnung. Die machen wir mal weg. Ich weiß nicht, warum die da ist. Die hatte bestimmt mal irgendwann in den Sinn gehabt. Gut. Das sieht doch ganz hervorragend aus. Der Batterieschredder produziert jetzt halt ab und zu mal ein paar Platten, die dann halt hier reingehen. Ist natürlich jetzt nicht optimal. Das nächste, was vorläuft, stimmt, war ja jetzt das hier. Ah, grüne Schaltkreise sind vorgelaufen. Okay, warte mal, da müssen wir auch mal gucken. Da müssen wir Oma gucken, genau. Ah, jetzt läuft auch das hier voll. Ah, jetzt läuft das alles voll hier hinten. Das ist natürlich absoluter Brainstorm. Warte, 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 warte. Jetzt muss das Spielbär wieder überlegen. Das kann ein bisschen dauern, warte. Jetzt machen wir hier jetzt einfach nochmal eine Überschusslösung. Ja, genau, wir schreddern das mit rein in den Schredder, der hier oben das schreddert. Weil wenn der Schredder, der da oben das schreddert, der schreddert ja dann auch wieder nichts anderes, als dass er
ja die Platinen schreddert und dann schreddert er ja auch wieder nichts anderes als Platten, die dann rauskommen. Und die Platten laufen ja sowieso über das Band. Also können wir die überschüssigen Drähte, die da geschreddert werden, auch da oben schreddern lassen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Shredderception hier. Warte. Wir schreddern das, was wir schreddern, einfach da, wo wir es schreddern. Wo wir es sowieso schon schreddern. Warte. Bevorzugter Ausgang rechts. Filter ist ja sowieso schon am Start, genau. So, warte. Nein! Nicht den Arm! Nicht den Arm! Filter! Draht! Achso, brauchen wir gar keinen Filter auf dem Arm. Ist egal. Warte mal, ich brauche hier einen Tunnel. Mann! Kann jetzt nicht wahr sein. Hier, hier, hier. Das muss nach oben. Nehmen Sie es nach oben. Mach mal mit dem Tunnel nach oben. Tunnel nach oben. Und da sind wir ja hier, genau. Das ist ja genau hier, ja, genau. So, und dann machen wir das nämlich so. Dann wird das nämlich zu beiden Seiten dann geschreddert. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Und Spielwert hat sich jetzt nicht vertingeltangelt. Müsste aber eigentlich so sein. Guck mal. Alles, was jetzt nicht an Draht hier unten hingeht und zu den Platinen geht, wird jetzt dann entsprechend wieder hier oben mit geschreddert. Da dürften eigentlich ja dann auch wieder nur Kupferplatten rauskommen. Es kommt ja bei den, wie gesagt, bei den Batterien kommt beides raus. Da kommen Eisenplatten und Kupferplatten raus. Da kommt kein Kunststoff raus. Da kommt Eisenplatten, Kupferplatten. Und bei Draht kommt auch Kupferplatten raus. Das heißt, das, was bei den Batterien rauskommt, ist quasi das gleiche wie das, was beim Draht rauskommt. Deswegen schreddern wir es hier. Haben die Rückführung gleich klar gemacht. Es kommt dahin, wo es hin soll und landet alles am Ende hier. Genau, und damit ist im Grunde die Forschungsproduktion unsere Überschussverarbeitung. Für Kupfer und Ö. Genau. Hervorragend. Nice. Ist so toll. Und dann läuft das nämlich. Also ja, guck mal, es läuft sogar so gut, dass es hier richtig durchläuft. Da könnte man sogar überlegen, nochmal eine zweite Anlage zu machen hier für Forschung. Oder wir boosten die hier einfach. Warte mal, habe ich noch Tempomodule in der Hose? Nee, habe ich nicht anscheinend. Ich sehe keinen, ich bin blind. Ich mach mal nochmal Tempomodule jetzt. Mach mal zwei Stück, genau, weil dann läuft das nochmal ein bisschen schneller durch. Weil wir ja hier die Verarbeitungsgeschwindigkeit hier gar nicht ausnutzen gerade. Wie weit ist die Tesla-Forschung? Naja, noch gar nicht. Kann ja nicht laufen. Wir liefern ja die Dinger noch nicht an ein Labor. Erst wenn wir das hier an ein Forschungslabor auf unserem Hauptplaneten liefern, erst dann kriegen wir die Forschung. Vorher nicht, vorher passiert ja nichts. Nur weil wir Forschung erstellen, heißt es nicht, dass sie auch benutzt wird. Das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal so viel Forschung zusammenkratzen, dass wir die mitnehmen können, um die dann da reinzustopfen. So, das heißt, wie viel kostet denn die Tesla-Turm-Forschung überhaupt? 1500, okay. Also wir brauchen 1500 von diesen Fläschchen. Und wir haben jetzt gerade mal ein 183. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir irgendwas mit den Tesla-Türmen machen können. So viel kann ich schon mal sagen, ja. So viel Zeit muss sein. Genau, ja, dann müssen wir das eigentlich alles steigern jetzt hier. Im Endeffekt müssen wir alles steigern, hochfahren, schneller machen, besser machen, höher machen. Sodass die Forschung halt schneller kommt. Das können wir aber eigentlich mit Modulen machen. Wir können jetzt eigentlich ganz viele Produktivitäts- und Tempomodule machen. Strom kriegen wir ja. Das Ding ist ja, Strom kriegen wir ja hier. In exzeptionell großen Mengen. So, das heißt, wir können ja im Endeffekt die ganzen Sachen mit Modulen boosten oder halt mehr Anlagen dazustellen. Ist ja letztendlich egal, wie wir es machen. Aber die Sachen, wo wir jetzt nicht so viele Anlagen haben, da können wir ja Module reinstecken. Wir haben ja genug Slots für Module in diesen Anlagen. Es ist ja hier so, dass wir in diese Anlagen fünf Module einsetzen können. Das ist ja der Wahnsinn, ja? Guck mal, da kommt so viel, da kommt er gar nicht hinterher mit dem Abtransportieren hier. Das ist echt krass, ja? Splitter falsch, rote Platinen voll. Was? Ja, das ist vollgelaufen hier, genau. Wir haben zu viel Kunststoff, kann das sein? Dann brauchen wir noch eine Verarbeitung für die roten Platinen irgendwo. Stell mal den Splitter beim Eis richtig ein. Was, beim Eis? Ja, stimmt, ich sehe gerade. Ich habe den falschen Ausgang habe ich benutzt hier. Ja. Mist, ich wollte eigentlich den hier haben. Ah, Mann. Links und rechts ist halt auch immer gemein, weil du guckst ja von hier drauf und dann, aber es ist so aus der Sicht in die Richtung, in die der Splitter ausgibt, wird immer links und rechts zugewiesen halt. Rote Platinen. Wie, warte mal, jetzt müssen wir die mal loswerden hier. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen eigentlich den Kunststoff loswerden. Ich glaube, da hängt es gerade so ein bisschen. Ah, okay, der blockiert dann, wenn das vollgelaufen ist, blockiert das dann alles andere, was dahinter kommt.
Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Forschungsproduktion. Warte mal, ich habe da jetzt hier die Tempomodule. Steckt mal hier die Tempomodule schon mal rein, die wir jetzt hier gemacht haben. Damit das schon mal schneller läuft. So, und dann müsste das hier schneller nachrutschen. Und damit müsste hier der Kunststoff auch wieder schneller verbraucht werden. Weil ja hier das wieder schneller gebraucht wird. Genau, wir können doch eine Produktion machen für die Tempomodule. Boah, das hat aber gedauert, bis der Groschen gefallen ist, ne? Da konntest du den Groschen in Zeitlupe von der Kante rutschen sehen. Wir können generell alle Module hier eigentlich herstellen. Spielberg, kannst du das zufällig in der besseren Anlage auch herstellen? Dann kriegst du gleich mehr Tempomodule. Ja, das kannst du gleich in der geilen Anlage herstellen. Da kriegst du mehr Tempomodule. Es ist der absolute Gänsehaut-Wahnsinn. Leute, und dann werden wir nämlich auch rote Schaltkreise los, weil wir die natürlich hier brauchen, nicht wahr? Das ist natürlich die absolute Kanone. Die absolute Oberkanone. So, und jetzt brauchen wir ja für die anderen Module, für die nächsthöheren, genau, brauchen wir die Tempomodule und blaue Schaltkreise. Dann werden wir die nämlich auch gleich los. Dann kommt das nämlich da mit rein. Dann kommt das hier da auch noch mit rein. Und dann brauchen wir noch eine Kiste. Eine blaue. Warum kann ich die nicht machen, weil ich keine grünen Schaltkreise habe? Gib mal her. Eine Anfrage in der Anfrage müssen wir machen. So, blaue Schaltkreise, genau. Und die kommen dann da nämlich noch mit rein. Und dann macht man noch eine Anbieterkiste. Und dann hauen wir das nämlich da auch noch mit rein. Und machen da mal eine Begrenzung draus. Unfassbar. Jetzt müsste es gleich kommen. Es wird produziert und ich muss nichts mehr tun. Und ich krieg sogar noch schneller die Dinger jetzt, weil ja da noch eine Bonusproduktion mit dabei ist. Der absolute Wahnsinn. Und dann boosten wir die geboosteten Boostproduktionen, indem wir Produktionsbooster in die geboosteten Boostproduktionen reinmachen, um noch mehr geboostete Boostproduktionen aus den geboosteten Boostproduktionen rauszubekommen. Der absolute Oberhammer. Und so wird das alles immer geiler und schneller. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwann zu wenig Strom haben, wenn wir jetzt alles boosten. Booster, Booster, Booster. Ein Booster jagt den nächsten. Komm, ich nehme ja jetzt schon den Booster und steck das mal oben rein hier. Wir müssen noch die Produktion, die hier ist, müssen wir noch boosten. Nee, Moment, die hier müssen wir noch boosten, genau. Warum fehlen jetzt da die Dinger? Was ist hier los? Ah ja, das müssen wir, glaube ich, noch manuell reinstecken. Kann das sein? Nee, Moment, da hatten wir eigentlich eine Anfragekiste gemacht. Warum hat denn der da jetzt eine Streinefriemel? Oder, Moment, bin ich jetzt Meschugge? Ah nee, Moment, ich bin Meschugge. Ich muss hier ja auch noch sowas machen hier, warte. Das fehlt ja hier auch noch. Mach mal, nee, stopp. Mach mal hier noch das, genau. So, und dann hauen wir da den auch noch rein, da. Ha! Da ist natürlich kein Strom. Spielbär, was machst du denn? Da muss es hin, genau. Gut, weil der Gott hat nämlich von alleine noch mit da rein. Müsste jetzt eigentlich wieder passen auch. Richtig. Und was ist jetzt hier? Warum geht es hier nicht weiter? Ah, jetzt fehlen... Jetzt fehlen die Akkus? Haben wir die noch nicht angefragt? Doch. Warum kommt da nichts? Was ist hier los? Keine Platten mehr. Keine Platten, keine Kekse. Okay, warte. Ich habe eine Idee. Nee, ich habe keine Idee. Scheiße. Wir müssen ja dafür dann eigentlich eine Drohnenabdeckung machen. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen mal die Landeplattform für die Raketen, also die Lieferplattform, die müssen wir mal hier auf diese Insel machen, weil dann können wir nämlich noch die Platten aus dem Weltraum verwenden. Ah, ich weiß, wie es mir... Warte. Ich weiß es. Oh, genial. Es wird einfach immer besser. Warte. Pass mal auf jetzt, was jetzt passiert. Jetzt kommt der absolute Hammer. Es ist so gut. Nein, da kommt der Stahl raus. Ich dachte, das macht dazu Platten. Ah! Falsch! Nee, hä? Ah, nee, ist richtig. Ist okay. Ist alles gut. Alles wird gut. Aber warum? Warum macht er das denn nicht zu Platten, wenn er Stahl raushaut? Das verstehe ich gar nicht. Okay, egal. Warte mal. Wo kommt noch Platten raus, wenn wir was schreddern? Platten. Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich nur bei Batterien, ne? So gesehen. Stahlvoll. Ja, ich sehe das schon. Ich dachte, ich kann Stahl einfach zu Metallplatten, also zu Eisenplatten schreddern. Aber es ist anscheinend nicht so.
Das ist natürlich jetzt ungünstig, ja. Aber was machen wir denn da jetzt? Warte mal. Was kann man denn jetzt noch zerlegen? Was kann man denn jetzt noch zerlegen hier? Ja, Stangen, die kriegen wir ja nur. Die kriegen wir ja nicht einfach so. Was liegt denn da eigentlich noch drauf? Da liegen ja Förderbänder drauf. Habe ich aus Versehen Förderbänder abgerissen irgendwo? Stahl kann man nicht recyceln, weil es mit Kohle verschmolzen wurde. Ach so. Das ist natürlich ungünstig. Warum kommen denn jetzt hier eigentlich keine Zahnräder mehr? Ach so, weil, ja, weil Stahl voll ist. Stahl ist voll Spielwert. Nimm mal Stahl raus. Na gut, da müssen wir da mal schauen, dass wir den Stahl irgendwie mal sinnvoll loswerden. Das ist ja dann gar nicht so einfach, merke ich gerade. Warte mal, was können wir denn aus Stahl machen, was man ständig braucht irgendwie? Schienen, ja gut, ja, die verbraucht man ja in dem Sinne nicht. Wobei doch, warte mal, Schienen braucht man doch, braucht man die nicht hier für die eine Forschung? Ja gut, für die eine Forschung braucht man sie. Stahl, Stahl, Stahl. Ah, für Fässer. Oh, wir können doch Material abfüllen, also hier Öl in Fässer und können das ja wegtransportieren in den Weltraum. Wir schießen Öl in den Weltraum. Es gibt einfach keine genialere Idee. Wir betreiben einfach alles mit fossilen Brennstoffen im Weltraum. Nein, nein, nein. Wir liefern das Öl von hier, das Schweröl aus den Seen, aus den Ozeanen, in riesigen Tankraketen liefern wir das in den Weltraum auf unsere Plattform und transportieren das zu unserem Heimatplaneten, laden das dort wieder, also lassen das landen, lassen das rausfädeln und lassen das dort wieder rausholen und dann verarbeiten wir das dann vor Ort dann zu anderen Sachen, genau. Boah, das ist genial, das ist so genial. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Ich glaube ganz ehrlich, das ist die allerbeste Idee, die ich jemals hatte. Ich glaube, das müssen wir machen. Schick ihn in einen Loop aus Schreddern. Nein, 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 wir loopen gar nichts. Wir schreddern gar nichts jetzt. Wir machen das jetzt so, dass wir da Fässer draus machen. Das ist perfekt. Das ist beste Idee, die ich je hatte. Und das machen wir so. Wir machen eine interstellare Öllogistik. Epischer als damals, als Matt Damon sich auf dem Planeten hat einfrieren lassen und von Matthew McConaughey hier aufgeweckt wurde. Warte kurz. Ich brauche ganz kurz hier mehr Strom. Ich habe keinen Strom mehr. Ich kann nichts mehr machen. Kann hier mal wieder der Blitz einschlagen, bitte? Ich brauche Energie. Selbst meine Backup-Energie reicht hier nicht mehr. Selbst die ist hier. Hier ist doch Blitz eingeschlagen. Aber die schlagen irgendwie nicht da ein, wo ich sie brauche. Was ist da denn los? Warte mal. Mach mal hier noch die mit dran, dass wir noch ein bisschen mehr Blitzableiter hier noch mit dran haben. Dass die mal getroffen werden hier. Sonst läuft hier gar nichts. Die verarbeiteten Stoffe wie Gas und so können wir ja auch eigentlich direkt transportieren. Weil dann sparen wir uns ja dann auf der Zielerde, auf dem Novus zum Beispiel, sparen wir uns ja dann einen kompletten Verarbeitungsschritt. Oder mehrere Verarbeitungsschritte ja eigentlich sogar. Das ist ja eigentlich noch genialer als alles andere hier. Genialer kann es ja schon gar nicht mehr werden eigentlich. Das müssen wir mal schon so anlegen in der DNA dieser ganzen Anlage hier. Das wird noch nicht schnell genug verbraucht. Ich glaube, wir können hier noch mehr Module jetzt einsetzen. Setzt mal hier komplett welche ein. Okay, warte, wir brauchen mehr Akkus. Akkus sind sehr akut hier gerade. Kann man Kunststoff schreddern? Ne, da kommt ja wieder Kohle raus. Der würde ja wieder nur weniger werden. Mit anderen Worten, man müsste den Kunststoff dann jetzt auch in den Überschuss reinmachen und müsste den auch wieder zu einem Schredder reingeben eigentlich. Also man müsste sagen, hier bevorzugter Ausgang links wieder, genau. Und müsste den jetzt auch wieder, ja eigentlich hier wieder mit reinmachen. Aber wobei, warte mal, da wird er ja wieder zurück. Da muss man einen Schredder-Loop machen dafür, warte. Ja. Spielbär weiß, was ihr sagen wollt. Er ahnt es schon. Warte. Ich mache einen Schredder und ich loope den Kunststoff wieder in den Schredder rein. Warte, so. Also wir müssen das so machen, mit anderen Worten, warte. So, gib mir mal einen Arm. Jetzt ist schon wieder zu wenig Energie. Ah! Ich muss mal Akkus produzieren auch. Kommt so nix. Hier, wir müssen das reinfeeden und dann müssen wir das, was hier rauskommt, das müssen wir dann auch wieder hier hinten reinfeeden. Und dann müsste der nach und nach dann so verschreddert werden, der Überschuss von dem Zeug. Und dann dürfte das eigentlich nicht mehr hängen.
Sollte so sein. Und da wir ja hier den Überschuss gelegt, also hier den Hauptabfuhr gelegt haben auf die Seite, wird immer zuerst das hier bedient. Bevor das hier bedient wird, der Schredder. Ist doch eigentlich ganz clever, aber warum geht es jetzt trotzdem nicht weiter bei der Forschung? Was ist jetzt wieder los? Ach ja, stimmt, Akkus fehlen, ja, ja. Ja, wir brauchen halt schneller Platten, ne? Warte mal ganz kurz. Warum greifst du hier eigentlich noch mit zu? Du sollst gar nicht zugreifen. Hör mal auf. Nein! Ich wollte das hier nehmen. Stopp, 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 stopp. Ich leg das dem jetzt einfach hier noch mit dazu. Indem ich hier einfach jetzt mal eine Kiste hinstelle. Nein, muss nur kurz Akkus abbrechen. Nein! Nein! Gah! Zu viel Zeug! Okay, mach die Akkus erst fertig und dann mach von mir aus die Kiste. Hat da ja alles hingeschmissen. Achso, die Kiste war schon fertig. Mann. Hat da einfach rausgehauen. Moment, Moment, Moment. Es ist gleich soweit. Es ist einfach ein Wahnsinn. Multitasking-Wahnsinn. Hier, mach das da rein, genau. So, und jetzt kommt das nämlich da noch mit drauf. Hervorragend. So, jetzt wollte ich hier noch Wasser rein, Eis reinstopfen. Den habe ich nämlich auch in der Hose. Das muss ja nicht sein. So, jetzt kommt hier nämlich wieder ganz viel Zeug. Kommt das jetzt in einer Rate, die auch dafür sorgt, dass das jetzt durchläuft? Nee, immer noch nicht. Also müssen wir auch in die Anlagen hier Tempomodule noch reinmachen. So. Ah, warte mal, da können wir doch... Moment! Da können wir doch auch die geilen Anlagen verwenden. Warte mal, ich brauche noch mehr von diesen geilen Anlagen hier. Sekunde, weil dann kriegen wir doch mehr Akkus noch. Spielbär, du schlaues Bärchen. Du absolut hochintelligentes Tier. Da müssen wir ja auch noch welche machen. Die Fässer musst du auch wieder zurückschicken. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Warte. Guck mal. Es ist so episch. Unfassbar episch. Greif mal gleich zwei Anlagen da noch raus. Denn dann bauen wir nämlich jetzt für die Akkus auch nochmal diese Anlagen. Und dann kriegen wir davon nämlich dann auch nochmal mehr. Aha, mehr. Mehr. Gib Gas. Zieh durch. Jawohl. Aussteigen und... Agu-Anlagen ersetzen. Weg mit euch. Da reicht auch, glaube ich, dann eine Anlage tatsächlich, wenn wir die ordentlich boosten. Warte. Hier so. Ich glaube, da reicht die eine Anlage easygoing locker aus. Hier, guck mal, weil da können wir ja die Akkus da machen. Denn da wird ja jetzt 3- oder 4-mal so schnell produziert wie in den beiden Anlagen da. Und wenn wir es noch boosten, wird es ja noch schneller produziert. Da kommen noch nicht mal mehr genug Batterien jetzt raus. Aber das führt jetzt natürlich wieder dazu, dass wieder weniger Batterien geschreddert werden und damit auch wieder weniger Kupferplatten kommen, ne? Alles ein Dingeltangel-Bob, ich sag's euch. Mehr, mehr, mehr. Genau, deswegen wollten wir ja eigentlich noch eine separate Schredderanlage machen, wo wirklich dann am Ende nur Kupferplatten rauskommen. Und der ganze andere Kram wird dann einfach so geschreddert, wird einfach wegrationalisiert. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!